2018 ist ein Jahr mit sehr guten Smartphones. Wir hatten das beste Kamera-Smartphone mit dem Huawei P20 Pro und mit dem Samsung Galaxy Note 9 das perfekte Smartphone, wenn es um das Gesamtpaket geht. Und natürlich gab es auch noch andere Smartphones wie das OnePlus 6 und mehr. Doch nun kommt mit dem Huawei Mate 20 Pro das wahrscheinlich innovativste Smartphone des Jahres. In diesem Video erzähle ich euch warum. Das Design ist schnell erklärt. Glasrückseite mit einem hyperbolischen Muster, was es rutschfester macht, und abgerundete Seiten hinten und vorne für bessere Ergonomie. Erhältlich ist es in unterschiedlichen Farben. Vorne haben wir dann wieder ein Notch-Design, dazu später mehr. Wenn es um Specs geht, kommt das Huawei Mate 20 Pro mit der aktuellsten Hardware von Huawei, also dem Kirin 980 und mehr, wie hier auch gerade eingeblendet. Dieser bringt zusammen mit besserer Performance auch Neuerungen wie LTE Cat 21, Wi-Fi AC Wave 2, eine duale KI-Einheit und auch eine super schnelle Ladetechnik mit 40 Watt Supercharge, wo der 4200 mAh Akku von 0 auf 70% in 30 Minuten lädt. Auch neu ist Wireless Charging, was mit einer 15 Watt Leistung 1,5 mal schneller ist als die aktuelle Konkurrenz. Mit Wireless Charging kommt ein neues, sehr interessantes Feature. Huawei führte ja damals ein, dass man das Smartphone als Powerbank für andere Smartphones nutzen konnte. Jetzt geht es sogar kabellos. Einfach ein anderes Qi-fähiges Smartphone auf das Mate 20 Pro auflegen und es lädt. Sehr cool. Auch beim Speicher hat sich Huawei etwas einfallen lassen. Die internen 128 GB lassen sich jetzt mit den neuen NMSD-Karten, die exakt dieselben Abmaße wie Nano-SIMs haben, erweitern. Derzeit gibt es diese Karten aber nur von Huawei. Das 2K OLED-Display kommt nicht nur mit einer hohen Auflösung, sondern auch mit integriertem Fingerprint-Sensor, der nochmal 20% schneller als beim Porsche-Design Mate RS sein soll. Eine alternative Entsperrmethode hat man mit der Notch, denn diese beinhaltet neben der Frontkamera jetzt auch mehr Sensoren, um Face Unlock sicherer zu machen. Es funktioniert dabei ähnlich wie beim iPhone, indem es Punkte aufs Gesicht projiziert, um ein 3D-Bild zu erzeugen, und soll auch im Lowlight gut funktionieren. Dazu kommen die neuen Kameras mit einer ähnlichen Konfiguration wie beim P20 Pro, aber endlich wird der Monochrom-Sensor durch einen 20 Megapixel Ultraweitwinkel ersetzt, dessen Qualität auch noch sehr gut ist. Die Master AI wurde mit Version 2.0 erweitert und kennt nicht nur mehr Szenarien, Objekte und mehr, sondern segmentiert die Fotos in Echtzeit bis zu 10 Elemente und optimiert jedes davon einzeln. Damit sollen der Hund, Strand, das Meer, der Himmel, die Palme und so weiter einzeln optimiert und zu einem Gesamtbild zusammengesetzt werden. Fotos kann die AI aber jetzt auch im Makrobereich bis 2,5 cm Entfernung aufnehmen, was besonders für mich sehr cool und nützlich ist. Die Master AI kann jetzt auch Videos optimieren. Zum einen erkennt es, was im Video wichtig ist, und verfolgt das Objekt durch Vorhersehen der Bewegung, und zum anderen kann man mit Classic Movie Color Farbprofile für seine Videos auswählen. Auch Funktionen wie Colourpop oder Video Bokeh werden in Echtzeit berechnet. Sehr cool ist, dass der neue PC-Modus jetzt mit Miracast-fähigen Geräten auch kabellos und ohne Dockingstation funktioniert. Dabei wird das Bild nicht nur gespiegelt, sondern beide Displays können separat genutzt werden. Ansonsten kommt das Mate 20 Pro natürlich mit EMUI 9 basierend auf Android 9 und vereinfacht Menüs deutlich, indem es komplexe Menüs reduziert. Das war das Huawei Mate 20 Pro, ein sehr spannendes Smartphone. Erhältlich ist es für 999 Euro. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich über jeden Like, ansonsten ist der Dislike-Button direkt daneben. Abonniert auch den Kanal, damit ihr nichts zum Mate 20 Pro verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen, mein Name ist Ümit für Mobile Geeks.